Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play. Dragonist, ja, wir müssen mal schauen, Meteorgrader Zentrum, war das hier, Gildenaufgabe täglich, Meteorgrader, nee, das war die Grenze zum Meteorgrader. Müssen aber trotzdem nochmal raus, weil wir hier nämlich hier das nochmal haben, das heißt, müssen wir hier das nochmal machen. So, dann haben wir nämlich jetzt insgesamt mal 3 Questen mit den täglichen zusammen dort. So, machen wir auch hier wieder auf schwer, das ist irgendwie so das Lohnendste. Okay, gehen wir mal weiter. Feenkönigin schreit. Ja, gut, das war dann der Dungeon mit der Feenkönigin. Ja, der ging ja auch nicht allzu lange. Der ging 4-5 Minuten oder so. Oh, geil, Ulti, geil. Geil, da war ich noch auf dem falschen Baum. Naja, egal. Bam. Und Putz. Oh, hier Permuda, hier. Go, 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 go. So. Und hepp. Jawohl, leck. So, hier ist noch ein Ui-Dunkel-Runen-Tiger. Ein Permuda nochmal. Okay. Hey. So. Das nehmen wir natürlich wieder alles mit. Das können wir dann, wie gesagt, für Level 60 halt das ganze Geld dann nochmal gebrauchen. Weiß nicht, ob sie das mit Level 60 dann schon unser, ja, sozusagen unser End-Equipment sogar schon wird. Das ist dann auch wiederum die gute Frage. Ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Weil die Sache ist ja die, ne, ich meine, mit Level 70, wir werden wahrscheinlich nicht allzu viel mehr machen mit Level 70, weil dann wahrscheinlich alles auf Gruppen und Co. basiert und, ja, man hat, ich für meinen Teil leider wahrscheinlich bisher aktuell noch nicht so die, ja, wie soll ich sagen, die Möglichkeiten habe, um gruppentechnisch viele Sachen hier in Dragonest zu zeigen. Sei es jetzt verschiedene Nester oder sowas in die Richtung, zum Beispiel nur. Ah, diese Blumen, die sind so richtig nervig, ne? Im Grunde genommen, das war ja bisher, so wie wir jetzt spielen, war das ja sozusagen der alte Cap-Bereich. Ja. Aber kriegen wir auch schon noch alles hin hier. So, zack. Bam. So, dann hier nochmal was. Das waren daneben. Weiß nicht, was mir gerade so einfällt, wenn ich jetzt den Beat hier von dem Lied höre. Das wäre wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, dass ich vielleicht, keine Ahnung, wie soll ich sagen, das vielleicht mal zumindest für ein paar Bereiche oder vielleicht auch gelegentlich mal, das kann ich vielleicht mal machen, das stimmt. Vielleicht mal zumindest mal so testhalber für eine Folge, dass ich einfach mal die Geschwindigkeit des Videos einfach mal verdopple oder sowas in die Richtung. Das wäre bestimmt auch eine Möglichkeit vielleicht noch. Dann wird es aber wahrscheinlich dann keinen Commentary auf jeden Fall geben. Also das ist, ja gut, wobei vielleicht, naja gut, aber die Frage ist gerade bei zweimal Geschwindigkeit, ob man mich dann davon versteht. Anderthalb wäre mit Sicherheit noch möglich. Müsste ich mal schauen, ja, aber die Idee ist, denke ich, gar nicht so die schlechteste. Okay, ja, Animation. Ja, auch wieder ein S1.
Okay, gut, es sind schon, ja gut, knappe 10% pro Folge, muss man sagen. Es ist noch okay, es ist so wie halt im 40er-Bereich, ne? Also es gibt da jetzt nicht so den direkten Unterschied, nur dass wir halt jetzt aktuell, ja keine Ahnung, mit 1-2 Questen halt aktuell ein bisschen rumgammeln. Mehr ist aktuell leider nicht. Na, wir gehen einfach am besten, ja, wieder mal zur Stadt eigentlich. Weil ich hatte da noch eine Aufgabe gehabt. Oh, Mist. War wieder so eine Gildenaufgabe gewesen. Ah, Mist. Schade. Aber okay. Kaufe 11 Lupen und erhalte Items im Wert von über 30 Euro. Schlagt zu. So. Gehen wir nochmal hier zum Schmied. Können ja die unsere tägliche haben wir auch noch. Die können wir auch noch abgeben. So. Vielversprechendes Wunderkind abgeschlossen. Ja, wunderbar. So, dann noch die tägliche bei Waffy, dem Bettler. Ah, Inventar voll, ne? Mhm. Mist. Inventar voll. Oh, sie hat mich letzte Nacht in ihrem Traum gesehen. Ist das nicht süß? So, Ramsch weg. Weg mit dem Ramsch und weg hier damit. Ja, später. Danke. Brauchen wir alles nicht hier, da haben wir ja dabei, das können wir vielleicht noch gebrauchen. Nee, brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch alles nicht hier. Was waren die oktanalen Wasser eigentlich gewesen? Herstellung von Juwelen, komm, brauchen wir auch nicht. Weg damit. Müll nur das Inventar zu. Wir haben glaube ich eh noch so viele noch im Inventar bzw. im Lager von den Dingern. Deswegen habe ich das einfach mal ja rausgeschmissen. Okay, gehen wir mal zurück. Also Zauberin Tücher, so Aufgabe. Oh, nee. Könnt ihr jetzt alle täglichen hier noch annehmen, ne? Aber das nützt mir auch nichts. Verdammt, das will ich jetzt aber nicht unbedingt machen, muss ich sagen. Grenze zum Meteor, gerade Schattenreich, Gilden. Das sind alles Gildenaufgaben hier. Wir haben nichts anderes mehr. Wir haben keine anderen Quests mehr, muss man sagen. Außer jetzt hier Dorf der Islas. Aber da war auch irgendwas mit dem Juwel noch und Gedöns und. Oh. Nest des Erzbischofs könnte ich machen. Ja, wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach schnell nochmal. Ja, gehen wir. Wir waren jetzt bisher, wo waren wir noch nicht drin? Im Schattenreich waren wir bisher noch nicht drin. Nehmen wir uns mal das Schattenreich. Beziehungsweise hier halt mal. Wobei, das war ja die Gildenaufgabe, ne? Beim Schattenreich. Ja. Okay, aber wir haben ja da noch die tägliche Aufgabe. Das heißt, wir haben da zumindest eigentlich noch in Anführungsstrichen zwei Questen. Naja. Gut, schwer auf, also auf, nee, Schattenreich auf schwer würde geschätzt. Hä? 2,55%? Okay. Die Mutationsbiotop bringt auf schwer mehr. Ah nee, das ist normal. Oh, scheiße. Naja. Ja gut, ist doch alles dasselbe. Okay. So, weiter geht's. Also, geht auch schon weiter natürlich. Oh, hier wieder eine Truhe. Oh. Können meiner Meinung nach viel mehr Events hier draus machen, muss ich sagen. Und irgendwie ein bisschen was abstauben kann. Aber gut, irgendwann ist natürlich Ende. Ich meine, ihr seht schon, ich habe jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt bisher heute, ja, keine Ahnung, bisher 20 Minuten aufgenommen oder so. Ne, in der heutigen Aufnahmesession. Oh, und gut, die Folge geht natürlich noch nicht so lange. Ja, wisst ihr ja, ne, wie es halt so ist. Und ja, das war jetzt ja die dritte Geschenktruhe halt schon mittlerweile. Naja. Wobei ich die. Oh, jetzt bin ich auf meinen zweiten Monitor gekommen. Oh, geil! Ach, wieder Ulti, ey. Ulti. Das war eine richtig geile Ulti. Naja, gut, komm hier. Nehmen wir mal hier
Hier gucken wir mal, was wir hier Schönes bekommen. Ein Mecha-Ente-Kostümhut, okay. Für 30 Tage, darf man nicht unterschlagen. Aber wobei, der Hut, der ist gar nicht so schlecht, denke ich. Warte. Wobei, der sieht eigentlich ganz okay aus, ne? Der ist okay. Der ist gut. Ja, hat zwar zwei Hörner auf dem Kopf, aber ist okay. Ist okay, wollen wir mal nicht meckern. Ist ja kostenlos, ne? Ist ja geschenkt. Ja, und einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, ne? Das ist so ein Sprichwort. So, Schattenreich. Du hast das Lager der Drachenjünger infiltriert. Boom und bam. Und bam. Okay, so. Und weiter geht's. Oh je. Yeah. Ich denke vielleicht sogar nächste Folge, oder? Oh, übernächste spätestens. Wenn wir dann auf jeden Fall hier Level 95 wieder erreicht haben. Das ist ja schon mal zumindest ein kleiner Zwischenerfolg. Also damit meine ich halt speziell halt in erster Linie halt, dass wir halt, ja, wie soll man sagen, halt durch diese, ja, questlose Phase eigentlich halt durchgekommen sind. Na gut, questlos kann man es ja jetzt auch nicht unbedingt nennen. Ne? Also mein paar Quests sind, bleiben ja immer noch, aber im Grunde genommen geht das schon ein bisschen Richtung Weinen. Ja, mach mal auf hier. Das skippen wir direkt mal. Wo ist er denn? Irgendwie ist er teilweise nicht angreifbar gewesen, warum auch immer. Ah, okay, haben wir auch hinbekommen hier. Gab es irgendwas Besonderes? Da gibt es ja aber auch gar kein Geld hier, ne? 50 Silber. Naja. Okay, so, tägliche Aufgabe wurde auch noch erledigt. Ich denke, das werden wir auch alles noch gleich noch schnell abgeben. So, zack. Wobei davor war, stimmt, davor war das ja auch noch gewesen. Das können wir ja auch noch machen. Gucken wir mal, ob wir vielleicht jetzt hier drin noch was machen müssen. Nee, sieht zumindest nicht danach aus. Das heißt, wir gehen mal raus, gehen zum Eingang. Und, ja, geben wir mal unsere eine Quest erstmal ab, die wir hier drin noch haben. Schattenreich waren wir ja gerade gewesen. Hä, bin ich immer noch mit dabei, oder was? Ich habe die alte Brieftasche wieder nicht gefunden, oder was? Oh. Da war irgendwo eine alte Brieftasche. Ach, Mann. Müsste ich dann wirklich drin mal schauen, wo, keine Ahnung, wo mir das dann noch richtig angezeigt wird. Ah, jetzt bin ich im Malte-Hafen auch noch rausgekommen. So, dann mal raus. Und geben wir mal noch die Quest ab. So, da schreit einer rum nach Heroes of the Storm. Das würde mich eigentlich auch mal interessieren. Das geht ja so in die Richtung League of Legends. Glaube ich ja aktuell von Blizzard, also von dem World of Warcraft, ja, Publisher sozusagen. Ja, der, ja, Publisher von, also Heroes of the Storm. Und keine Ahnung, ich glaube, das ist aktuell in der Alpha und man kann es, glaube ich, nur spielen, wenn man irgendwelche Keys bekommt. Oder einen Key halt. Ne? Und ja, wie gesagt, die Folge ist auch schon wieder vorbei. Wir sind jetzt bei knapp 90%. Ja, geht voran auf jeden Fall. Aber ja, werden auf jeden Fall noch ein, zwei Folgen gebrauchen, und bis wir dann erstmal 55 wieder sind. Und ja, bis dahin werden wir uns halt durchschlagen. Ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.